Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wir, das heißt der Ace und ich, haben uns heute mal wieder einem Thema gewidmet, was ihr ja auch schon im Titel gesehen habt. Es geht um 1 Million Euro, ein Gewinnspiel. Aber dazu sagt der Ace euch lieber mal was Näheres. Ja, uns ist aufgefallen, ihr kennt doch sicherlich die Serie The Voice of Germany, was zurzeit im Fernsehen läuft. Und da gibt's ein bestimmtes Gewinnspiel über 1 Million Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, 1 Million Euro, aber natürlich nicht Cash auf die Hand oder per Banküberweisung. Nein, ihr bekommt eine Prepaid-Handykarte mit 1 Million Euro Guthaben drauf. Ja, und das wird natürlich von einem ganz freundlichen Mobilfunk-Anbieter, die mit dem rot-weißen Logo bieten das nämlich an, zur Verfügung gestellt. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, Alter, 1 Million Euro Prepaid-Guthaben. Und dann habe ich erstmal nachgedacht. Und dann habe ich überlegt. Und dann dachte ich mir, what the fuck? Welcher Idiot will so ein Ding überhaupt haben? Was stelle ich mit der Scheiße überhaupt an, Ace? Ja, also, wir haben mal ein bisschen durchgerechnet. Also, ihr müsst, also so weit könnt ihr eigentlich gar nicht werden, um dieses ganze Geld zu vertelefonieren oder sonstiges, oder ihr könnt da 090er Nummern wählen, bis ihr glücklich werdet, aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Also man freut sich ja, wenn man ein Gewinnspiel gewinnt, dass man irgendwas davon hat. So, was hat man von 1 Million Euro Prepaid-Guthaben auf dem Handy? Ja, was soll man damit anstellen? Das Schöne ist natürlich, ihr könnt euch alle kostenpflichtigen Apps, die es auch auf dieser Welt gibt, egal auf welchem App Store oder aus welchem App Store ihr euch die Scheiße runterladet, ist mir völlig Rille, könnt ihr euch das natürlich auf euer Handy packen, wobei ich glaube, es gibt kein Handy, was so eine große Speicherkapazität hat, dass man diesen ganzen Müll da drauf kriegen könnte für 1 Million Euro. Aber angenommen, ihr schafft es vielleicht tatsächlich, euch für 20, 30.000 Euro Apps aufs Handy zu laden, bis das Ding auseinanderkracht, weil es voll ist. Ja gut, was macht man mit dem restlichen Geld? Das sind dann ja immer noch, weiß ich nicht, 970.000 Euro. Gut, dann der ein oder andere von euch sagt sich dann so, dann rufen wir erstmal die schönen Sex-Hotlines an. Bloß das kannst du auch nicht 24-7 machen. Das geht irgendwann, weiß ich nicht, dir wahrscheinlich selber dann oder jedem, der es macht, auf den Piss. Und ja, dann steht man da. So viel telefonieren kann man nicht. Ich weiß nicht, ob jeder von euch 2 Millionen Freunde hat, denen man jeden Tag 30 SMS schicken muss. Selbst dann würdet ihr diesen Quatsch nicht wegkriegen. Und gesetzt den Fall, ihr schafft es wirklich irgendwie, dieses verfickte Guthaben wegzutelefonieren, dann muss man sich doch die Frage stellen, Alter, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier 1 Million Euro in Müll verwandelt, in nichts, in gar nichts, in niente. Das ist einfach für den Arsch in die Tonne gekloppt. Was denken die sich dabei? Also, ich denke mal, dass die denken, ja, hier die Zuschauer, die rufen ja fleißig an für unsere Kandidaten hier, die können das ganz gut gebrauchen, um die noch ein bisschen zu pushen oder so, ich weiß es nicht. Aber wer macht das? Wer, wenn man 1 Million Euro gewinnt, dann ruft man da doch nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also ich telefoniere wenig, ich bin eher so der SMS-Schreiber, aber ich verstehe es nicht. Also da könnte man sich echt selber in die Fresse schlagen, wenn man das wirklich schafft, diese 1 Million Euro zu vertelefonieren oder weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich schon tun, wenn ich die ersten 20.000 weg hätte. Da würde ich mir schon, da würde ich schon nicht mehr in den Spiegel gucken und sagen, ey Alter, du bist nicht mehr ganz dicht. Du hast hier 20.000 Euro verhökert über dein Telefon. Wie blöd muss man da sein? Selbst wenn man es gewonnen hat. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ergibt überhaupt keinen Sinn mehr. Es kann kein Mensch verballern. Selbst wenn ihr mit dem Ding 24/7 online seid, zu dem verkacktesten Tarif, den die auch immer noch anbieten, das wird man nicht mehr los. Das kann man nicht verbrauchen. So blöd kann kein Mensch sein, 1 Million Euro übers Handy zu verbraten. Ja, vielleicht, also, wenn ich das jetzt gewinnen würde, ne? Gehen wir mal davon aus, ich gewinne diese 1 Million Prepaid-Karte. Und ich bin der SMS-Schreiber und kaufe mir keine Apps, ruf keine Sex-Hotlines an und habe mein ganzes Leben Spaß und brauche mich nicht um die Handykosten sorgen. Und ich krieg das dann nicht weg. Das könnte man dann höchstwahrscheinlich dann noch, keine Ahnung, 3 Generationen weiter vererben oder so. Also jetzt
mit der Anzahl von mir, wie viel SMS ich schreibe oder telefoniere allgemein. Also ja, ich könnte das an meine Kindeskinder noch vererben. Ja, vor allem, ich sag mal, du kannst ja dein Guthaben nicht mal scheren und sagen, ist gut, ich will jetzt das von meinem Guthaben hier zu irgendeinem anderen Prepaid-Besitzer hier irgendwie 1000 Euro überwiesen werden, weil ich da gerade Bock drauf habe. Das geht ja dann auch nicht. Ich meine, sie sagen ja schon großzügig, als zusätzlichen Gewinn kriegst du natürlich auch noch ein Smartphone dazu. Aber ich sage ja, letztendlich, wie viele Apps, die Apps bewegen sich alle, entweder sind sie kostenfrei oder die haben, weiß ich nicht, kosten ein paar Cent oder vielleicht mal einen Euro oder so. Wie viele Apps will man sich auf sein Handy packen und will jeder oder will derjenige, der den Scheiß auf Deutsch gesagt gewinnt, den Rest seines Lebens nur noch vorm Handy sitzen, weil er, weiß ich nicht, diese Millionen Euro irgendwo auch nur ja unterbringen will, sinnvoll nutzen. Ja, sinnvoll nutzen kann man nicht mal sagen. Also ich glaube, die hätten den Leuten mehr größeren Gefallen getan, wenn sie gesagt hätten, okay, du kriegst, weiß ich nicht, 50.000, 100.000 Euro Bargeld und eine 10.000 Euro Prepaid-Karte dazu. Das wäre vielleicht noch irgendwo ein Anreiz gewesen. Aber 1 Million Euro, man, ey, da muss ich mir an den Kopf fassen. Was denken die sich dabei? Ja, also ich weiß auch nicht, was in den Köpfen von Vodafone oder Vodafone hat das gesponsert, ne? Ja, das sind die mit dem rot-weißen Logo, genau. Ich weiß nicht, was in den Köpfen bei denen da vor sich geht. Also logisches Denken wäre mal ein bisschen angebracht, oder? Ja, also, und auch jeder, ich sag dir ganz ehrlich, das Gewinnspiel ist ja daran gekoppelt, dass man da irgendwo anruft, da für diese Teilnehmer da votet oder eine SMS dahin schickt. Ich denke, die haben diese 1 Million Euro wahrscheinlich nach dem ersten Mal sowieso schon drin gehabt, davon ganz ab. Aber da muss doch jeder, der da mit votet, ich weiß ja nicht, wie da die Altersklassen gelagert sind, aber jeder muss sich doch jetzt allen Ernstes dann selber fragen, okay, was macht man mit dem Ding? Ja, ich vote hier fleißig mit und verbrate hier, weiß ich nicht, bei jeder Show 5 Euro, 10 Euro irgendwie für diese Voting-SMS. Nur damit man hier diese 1 Million Euro Prepaid-Karte gewinnt, ja, nee, ist klar. Ey. Ja, genau, das ist die Idiotie dahinter. Also ich sehe überhaupt den Sinn nicht da drin. Die hätten lieber, ich sage ja, einen Barpreis von 10.000 Euro machen können. Das wäre für jeden viel lukrativer gewesen und das wäre was Greifbares gewesen, wo sie was mit anfangen können, wo sie hätten Auto sagen, ja, genau, Auto, Führerschein, Eigentum, ja, genau. Eigentumswohnung, Haus, keine Ahnung. Aber Prepaid-Guthaben? 1 Million Euro? Hallo, geht's noch? Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man jetzt mal ganz sachlich betrachtet, wenn ich jetzt im Jahr, keine Ahnung, 1000 Euro ist eine Zahl zum Telefonieren und SMS und so weiter im Jahr, oder? Ja, ich sag mal, selbst wenn du Ultra-Extremo-Telefonierer und Simser bist, selbst wenn du 1000 Euro im Monat verbrätst, sind wir mal echt ultra unrealistisch. 1000 Euro im Monat, 12.000 Euro im Jahr. Was sind 12.000 Euro von 1 Million Euro im Jahr? In 10 Jahren hast du 120.000 Euro. Ha, toll. Dann hast du immer, das ist noch nicht mehr die Hälfte. Da hast du immer noch 880.000 übrig. Also so alt kann man wirklich gar nicht werden, dass man das irgendwie alles verbraten könnte. Wäre ja, aber vielleicht noch die Option, dass man das irgendwie auf sein Bankkonto übertragen könnte, keine Ahnung, so 50.000 auf Bank oder keine Ahnung was, dann wäre es ja noch lukrativ gewesen. Aber man kann ja wirklich nur mit diesem Prepaid-Guthaben da SMS schreiben, Apps kaufen oder telefonieren. Also wobei ich kann nicht mal bestätigen, ob man, das weiß ich nicht, da wissen vielleicht die Zuschauer ein bisschen mehr drüber, weil ich bin kein Prepaid-Telefonierer, ich kann es nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob man da mit diesem Prepaid-Guthaben Apps kaufen kann. Kein Plan, weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Wenn das eine Möglichkeit ist, wäre das eine Möglichkeit, da einiges von dieser Kohle einzusetzen. Wenn das aber auch nicht geht, dann ist man ja richtig in den Arsch gekniffen, weil dann kannst du nur noch Internet telefonieren und SMS. Fertig. Ja. Weil ich weiß auch nicht, kostenpflichtige Rufnummern müssten eigentlich davon abgebucht werden, wahrscheinlich. Aber in dem Fall, so viel kriegst du irgendwie nicht unter. Es ist unmöglich. Und ich denke mal, die Strategie dahinter ist einfach nur,
die Leute mit diesem Ding wirklich zu locken und zu sagen so, ey, hier, ihr könnt hier 1 Million Euro gewinnen, wo die da versteckt sind, ist ja eigentlich scheißegal, weil dem Provider, dem Anbieter, entstehen eigentlich keine Kosten. Dem ist das scheißegal, ob da irgend so ein Honsel den Rest seines Lebens umsonst telefoniert, das juckt die überhaupt nicht. Aber die Einnahmen, die die durch die ganzen SMS und Anrufe kriegen, da liegt der Hase im Pfeffer, da machen die richtig Backschisch. Ja, ich glaube auch einfach, die Leute, die da wirklich anrufen und keine Ahnung, um das Teil unbedingt zu gewinnen, ja, das ist, ich glaube, die hören einfach nur 1 Million Euro. 1 Million Euro, egal wobei, 1 Million Euro will ich haben. Ja, ganz Und genau. die überlegen gar nicht, also die überlegen gar nicht, was das für ein Hintergedanke ist, was man mit den 1 Million machen kann, nämlich nichts kann man machen. Ja, ich sage, du kannst nicht wirklich einen bleibenden Wert schaffen dafür. Gar nichts. Du kannst nicht einfach sagen, hier, pass auf, ich will jetzt einen Urlaub fahren, ich habe hier 1 Million Euro Prepaid-Karte, hier, komm, buch mal von der Prepaid-Karte ab. Die Hotelbesitzer fassen ja, was soll ich mit der Handykarte? Ja, du, ich bleib 1 Woche bei dir im Hotel und du darfst dafür die ganze Woche umsonst mit meinem Handy ins Internet und simsen und telefonieren. Ja. Da sagen die, ey, fass dir eine Birne, du bist nicht ganz gebacken. Ja. Also das hat sozusagen nur diesen Wert, dass man einfach umsonst telefonieren, umsonst SMS schreiben kann und umsonst ins Internet oder Apps runterladen. So. Ja. Aber es hat keinen reellen Wert, womit man sich als Person was gönnen könnte, zum Beispiel in Urlaub fahren oder ein Haus da kannst kaufen du, da kannst du nicht mal ein Eis essen für gehen. Genau. Du kannst doch nicht einfach sagen, hier, ich bezahle mit meiner Prepaid-Karte. Nimm mal an. Schön wär's. Aber ich sage, das ist einfach der Geschäftsgedanke, der dahinter steckt, mit diesem, sag ich mal, diesen virtuellen 1 Million Euro zu wedeln, die ja eigentlich gar nicht existent sind, weil die juckt es doch nicht, wenn da wirklich einer ein Leben lang da mit dem Handy rumdödelt, das ist ja doch völlig scheißegal. Das juckt die überhaupt nicht, da entstehen für die keine Kosten. Und aber die haben die Einnahmen durch die ganzen SMS, die da geschrieben werden, durch die ganzen Anrufe, die Votings, da machen die ihre richtig fette Kohle mit und dann ist denen das doch völlig Rille. Die wissen selber, ein Honsel kann diese 1 Million Euro in seinem Leben nie abtelefonieren. Ja, Ace, aber jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ja. Deine abschließende Meinung dazu? Also meine abschließende Meinung ist einfach totaler Ranz. Ruft da bloß nicht an, weil es bringt euch nichts. Nichts bringt es euch, wenn ihr diese Doch, Kacke es bringt euch eine höhere Telefonrechnung. Ja. Okay, Leute, das war's von uns zum Thema 1 Million Euro Gewinnspiel. Ich bin gespannt auf, oder wir sind gespannt auf eure Meinung. Das waren Harry und Ace. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Ciao, Leute.